dasselbe sind. Ich weiß aber nicht, wie ich da jetzt im Nahkampf hinkomme. Weil das sieht ja doch schon sehr auf dem Vorsprung aus. Wenn ich das letzte Mal... Wie lange streamst du noch? Alle im Chor. Wenn ich jetzt das nächste Mal speichern kann. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das Kapitel jetzt gleich beendet ist. Wir sind ja doch schon jetzt hier ein Weilchen unterwegs und ja, boah, ist auch schon halb fünf. LMAA quasi. Wollte gar nicht so lange streamen, weil das seht ihr, dass das Spiel doch ganz gut ist, dass das echt in den Bann zieht. Aber ich weiß nicht, wie ich die Statue sonst bekomme. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal. Wir packen uns den Revolver. Was? Quallenbolzen herstellen. Um einen ausgewählten Bolt mit Fallen kann... Ja, ja, okay. Will ich nicht, danke. Ich möchte das bitte mal auf den Shortcut da hinlegen. Wunderbar. Dann möchte ich mal den Revolver ziehen. Lege ich mal hier die Fackel ab. Ja, wunderbar. Alles klar. Die eine Kugel war es mir jetzt mal wert. Keine Ahnung. Ob das jetzt der größte Fehler war oder nicht. Man weiß es nicht. So, dann sind wir hier oben auch durch. Und könnten hier zum Tor. Das heißt... Ja, hier war ja nichts mehr. Ja, dann gehen wir doch mal da runter. Ja, du hattest gerade Leckzeder, habe ich gelesen. Beziehungsweise Nils. Ja, sehr gut. Ist halt sehr spannend. Du musst halt sehr taktisch spielen. Ist halt bis jetzt kein Hau-drauf-Baller-Spiel. Die Gegner halten recht viel aus. Muss halt gucken, dass du die umkurvst und von hinten angreifst. Also wie tatsächlich die alten, klassischen Resident Evil-Spiele. Ja, wobei vielleicht nicht ganz so hart, weil bis jetzt hatte ich immer genug Munition und konnte sie von hinten angreifen. Ich hoffe, dass es halt beibehalten wird. Einige schrieben, dass es eventuell ab Level oder Kapitel 6 und 7 ein bisschen mehr Ballerei wird, was ich ein bisschen schade fände. Das Spiel kann ruhig so bleiben, wie es jetzt ist. Wenn man halt alle halbe Stunde mal einmal schießt, reicht das völlig. Ich gehe absichtlich in die falsche Richtung, Freunde. Weil ich unter einer Treppe... Ah, da hinten ist noch einer. Was vergessen hatte. Ich wollte gucken, ob ich das noch mitnehmen kann, aber ich finde die Treppe nicht mehr. Die Treppe hier war es. Unter dieser Treppe hier liegt noch was, glaube ich. Aber jetzt habe ich da vorne den einen Zombie gesehen. Der mich, glaube ich, gesehen hat. Ja, genau, bis zum Speicherpunkt. Danke, Xator. Genau. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Weil ich unter dieser Treppe hier, die jetzt über dem Heuballen hier zu sehen ist, diese hier genau über dem Heuballen, da sind wir, glaube ich, die Treppe hochgegangen in das Gebäude rein. Und unten... Als ich die Treppe hochgelaufen bin, habe ich noch Gel gesehen. Meine ich zumindest. Boah, das ist ein verdammt weiter Weg, um den zu finishen. Uha! Ja, und das ist halt in Anführungsstrichen nur PS4. Also ich glaube, wenn du halt einen High-End-Rechner hast, kannst du da vielleicht auch noch mit Texturen-Packs oder mit Hoch-Samplen halt was rausholen. Das kannst du ja bei der PS4-Konsolenfassung halt nicht. Oh, guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ja, den stecken wir auch ein. Wofür weiß ich nicht, aber wir haben einen Schlüssel. Ja, meine ich ja, Gel, Hirnflüssigkeit, halt dieses grüne Gelzeug. Genau, ich nenne das halt, was weiß ich, wie habe ich es jetzt immer genannt? Hirnflüssigkeit, genau. Der Zombie sieht mich doch gleich. Der sieht mich doch gleich. Da ist wieder das Schwein. Oh Gott, da ist auch einer. Den habe ich nicht gesehen. So, der ist weg. Hoffe ich. Und wir haben damit auch wieder einen Kontrollpunkt erreicht. Wo der herkam, weiß ich nicht, weil hier waren wir eigentlich. Oder haben wir den vergessen? Es kann sein, dass wir den vergessen hatten. Ah, da ist noch ein Zombie.
Oh, hier sind noch ganz viele Zombies. Fuck. Oh, hier sind drei Stück, glaube ich, sogar noch. Der auf der Treppe. Habe ich die alle nicht verbrannt? Komm, drauf geschissen. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Und ich sag's noch. Ja, ja, ja. Alter Schwede, geh weg, ey. Oh, nicht getroffen. Oh, hallo, Zombie. Danke für tot sein. Okay, das ist, glaube ich, jetzt die actionreichste Stelle, die wir bis jetzt hatten. Hilfe! Den anderen, den habe ich abgefackelt. Den muss ich nicht nochmal anzünden. Wo kommen die denn alle her? Mistvieh. Geh weg. Ja. Du mich auch. Alter, da ist noch einer. Das ist ein dicker Axtmann. Der dicke Axtmann sieht mich nicht. Trollololololol. Fackel. Ey, ich hab zuerst gehauen. Seine Fackel lag. So, und unter dieser Treppe meinte ich eigentlich, aber ich glaube, da ist sogar noch ein Zombie und hier war nichts. Okay, vergesst es. Es war einfach nur so, warum wir das hier gemacht haben. Für die Ziege. Ach, da ist noch eine Kiste. Nichts drin. Gut, aber zumindest hatten wir einen zufälligen Schlüssel noch gefunden. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir dieses Türchen hier aufkriegen. Alter Schwede, ey. Wenn nicht, dann drehe ich durch. Jetzt haben wir nämlich ganz schön Consumables, also nicht Consumables, aber Munition, Fackeln, zwei Fackeln, ich glaube eine Axt. Einfach nur für mein Hirngespinst mit der Treppe. Ach, man braucht hier wirklich, glaube ich, zwei Schlüssel, wa? Sind ja zwei Super. Streben. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Nein. Spiel. Nicht wirklich, oder? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Nein. Ich hab Schlüssel, ich brauche keine Kettensägen. Die sind mächtiger. Ja, also was uns jetzt eigentlich dann fehlt, ist die Kettensäge. Ja, pass mal auf. Dann, wenn ihr schon sagt, ich brauche gleich Muni, packen wir mal auf. Die Taste hier nochmal hier das Moped. Und auf die Taste hier. Das Moped. Dann kann ich zumindest da schon mal wechseln. So, was kann ich hier machen? Achso, da habe ich noch keine anderen. 4 Reserve, 4 maximal. So. Die Schlüssel brauchst für die Anstalt, muss den Typen aus der Scheune locken. Also tatsächlich Kettensägen Mopedmann befreien und dass der mit seiner Kettensäge wahrscheinlich das hier durchkettet, ja? Sehe ich das richtig? Oh Mann, wuha. Wunderbar, ey. Kettensägen-Massaker-Mann. Nee, das war eine weiter. Ich glaube, hier hätten wir jetzt ja wirklich alle erwischt, ne? Der Kettensägen-Moped-Mann. Die Fallen hatten wir auch deaktiviert. Ja, die Frage hat sich erledigt. Hallo, Kettensägen-Moped. Na, natürlich, man kettet dich mit deiner Kettensäge an. Natürlich, warum auch nicht? Warum auch nicht? Was?
Was war das? Alter, wie schnell du bist. Muss ich dich töten? Ich glaube, ich sollte dich töten müssen, nur. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, verdammt. Nein, hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Ich bin hier lang. Hier ist schöner. Ja, hier ist schöner. Hier ist schöner. Hier ist schöner. Lauf! Du sollst laufen! Jetzt macht er hier eine Picknickparty. Gedanke war schon schön. Die Umsetzung. Alter, wo kommt ihr alle her? Ich hab euch doch erledigt, ey. Bleibt der einfach stehen und chillt. Okay, also ich muss ihn killen. So. Stopp mal. Das hat er natürlich, doch, das hat er gespeichert. Und ich habe zwei Schlüssel. Das heißt, es war nach der ganzen Action. Dumm, jetzt habe ich ein Streichholz verschwendet. Naja, egal. Das war nach der ganzen Action mit den optionalen. Allerdings hatte ich ja noch zwei übersehen anscheinend, die auch kommen. Ja, wie hat der Plan... Ah, da ist sogar noch einer. Jetzt sehe ich ihn. Hallo. Wo kommst du denn her? Naja, besser jetzt als gleich. So, da drüben ist auch noch einer. Kleiner Radexplosionsbolzen, okay. Ja, mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, ich locke den in die Falle und erledige ihn halt mit dieser... Oh, da sind zwei Stück drin. Mit dieser Selbstschussanlage. Wo ist denn der andere jetzt hin? Das merkt er auch nicht, dass ich mit dem Stuhl hinter ihm herrödel. Natürlich nicht, natürlich nicht. Alles cool. Ja, was jetzt wertlos ist, weil ich kein Streichholz habe. Na toll, ein Streichholz habe ich halt gerade verschwendet, ich Dödel. Egal, hoffen wir einfach mal, dass die ein bisschen tot bleiben. Ein bisschen tot ist besser als gar nicht tot. Naja, wie gesagt, ich kann sie jetzt leider nicht abfackeln. Würde ich tun, wenn ich es denn können täte. Kann ich aber leider nicht. So, eventuell kommen wir jetzt hier... Nein, wir kommen hier nicht rüber. Das wäre die nächste Frage gewesen. Mit der Falle ist müßig, sagst du. So, wir mussten hier lang. Hier runter, hier rum. Die Frage ist, was ist hier drin? Hier haben wir auch noch nie reingeguckt. Jetzt müsst ihr alles... Ach, da ist zu. Okay. Dann sind wir... hier irgendwo raus. Wo war ja egal. Genau, sind hier rum. Gut, pass auf, dann machen wir mal, was du gesagt hast. Bauen mal ein paar Explosionsbolzen. So, wie geht denn das jetzt? Jetzt muss ich erstmal hier auf dieses Moped. Qualen-Explosionsbolzen. Bolzen. Welche habe ich denn jetzt? Bolzen herstellen. Bolzen wechseln. Kann ich nicht. Brandbolzen. Ich habe... Moment, du sagtest Explosionsbolzen. Okay. Ich habe Magazin, ich habe Reserve, ich habe maximal zwei.
Das heißt, ich kann jetzt noch einen bauen, oder? Ich stelle mal einen Bolzen her. Voll. Mehr kann ich nicht. Also müsste ich im Menü gleich rumdödeln. Nein. Ach, jetzt hat er es nicht übernommen. Weil wegen... nein, hier unten möchte ich bitte das Moped haben. Die ganz normale Knarre möchte ich bitte mal da haben. Und da möchte ich bitte hier das Moped haben. So, dankeschön. So. Dann machen wir mal ein Übungszielen. Oh, das dauert eine Sekunde. Gott, ich hoffe nicht, dass jetzt hier gleich wieder die Monster-Zombies kommen. Die haben nämlich gerade gestört. Ja, komm. Wie habe ich dich gerade getriggert? Hallo? Mopedmann? Wie habe ich dich denn getriggert? Warum kamst du gerade und jetzt nicht? Wegen dem Pfeil oder weil wegen hier Fackel? Wieso kam der gerade und jetzt nicht? Hallo? Hä? Was war denn hier bitte gerade anders als, als jetzt? Hallo? Xato, haust du rein? Ja, wie gesagt, ich würde auch gerne jetzt gleich Schluss machen. Aber jetzt natürlich so kurz hier vorm Ausgang, wo wahrscheinlich der Savepoint hinter ist, würde ich ganz gerne hier noch durch das Kapitel. Aber ich kann ja nicht triggern. Okay, also oben Kopf schießen. Okay, das klingt nach einem legitimen... Kann ich dich hier noch anzünden? Ach, lieber nicht. Obwohl, da lag noch eine Axt, aber egal, drauf geschissen. Wobei, das mit dem in den Kopf schießen ist nicht so einfach, mein Lieber. Ja gut, es geht. Es geht. Wenn er nicht so rumzappeln würde wie ein Lolli. Aber ob das jetzt was gebracht hat? Nicht wirklich, wa? Hey! Ach, ich weiß, glaube ich, warum, liebe Freunde. Ganz einfach. Nee. Ganz einfache Videospiellogik. Nach dem Sterben waren wir noch nicht an dem Tor, um diesen schönen Dialog zu hören. Ich brauche eine Kettensäge. Deswegen weiß das Spiel im Moment noch nicht, dass ich so weit bin, um den hier freizulassen. Ergo muss ich einmal zu dem Törchen, dem lustigen Spiel sagen, ich würde gerne durch, dass es mir sagt, du brauchst eine Kettensäge und dann funktioniert's. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. So, jetzt wird das auch funktionieren. Ja, warte mal, ich gebe mir mal hier nochmal einmal Leben. Denn jetzt brauchen wir nämlich eine Kettensäge. Trollolol. Oh,
Ja, wobei, boah. Boah. Ja, ich glaube, jetzt mache ich das Ganze nur noch mal schneller. Wobei, für solche Action finde ich wiederum, ist das Spiel nicht unbedingt gemacht. Also die Engine, beziehungsweise die Kameraführung. Das können andere Spiele besser. Auf sowas sollten sie wirklich großartig verzichten. Das liegt im Spiel nicht. Weil es dafür recht sperrig ist. Halt wegrennen, nachladen, schießen. Okay, was haben wir gesagt? Wir machen jetzt als erstes Tor anfummeln. Wo ist denn das Tor? Gott, wo sind denn wir? Wo war denn das Tor? Hier habe ich diese komischen Zombie-Männer noch verfolgt. Hier oben war das Tor, ne? Ja, wunderbar. So. Das möchte ich wieder nach unten haben. Das möchte ich bitte wieder nach da haben. Und dann möchte ich bitte noch ein paar Brandbolzen. Nein. Explosivbolzen herstellen. Voll. Okay. Dankeschön. Schlüssel haben wir beide. Schlüssel haben wir beide. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich da einfach durchkomme oder ob ich die hier noch unbedingt erledigen muss. Erstmal ein bisschen üben. Ah, der Sprint. Unglaublich. Sprint muss ich auch erhöhen. Das geht gar nicht. Eine Sekunde sprinten und der Typ ist kaputt. Okay, da kommt definitiv auch noch einer raus. Okay, hier ist nur Sackgasse. Nein, nicht wirklich. Alter, es werden hier aber mehr. Dit werden ja immer mehr. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ich will natürlich jetzt auch nicht auf die kleinen Zombies reinbolzen. Sondern hier auf Gevatter Dickmann. Was gar nicht Gevatter Dickmann ist. Trollolol, wo ist denn der Dickmann hin? Na, ah, Sackgasse. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Wo ist denn der dicke Mopsmann? Toll. Alle sind da? Nur der dicke Mopsmann nicht. Achso, ich kann nicht sogar anzünden. Ja, dann stirb mal bitte. So viel Zeit muss sein. Naja, gut, so viel Zeit sollte vielleicht doch nicht sein. Nein! Du musst hier mal durchlaufen, bitte. Tu mir den Gefallen. Ja, genau. Danke. Nein, nein, nein. Alter, jetzt fährt hier noch ein Mob auf mich drauf. Ich häng fest. Boah.
Also nicht in das Loch reingehen. Der Rest lief gut und du kannst die Dinger auch einfach irgendwo hin platzieren, die explodieren. Okay. Bei der Szene bin ich im Stream gerade voll durchgedreht. Hä? War toll. Viel Spaß, hä? Wie Gamero. Warum? Was war denn jetzt? Keine Ahnung. Alter, ey. Ja, danke für die Info. Wir wollen die erstmal ignorieren. Jetzt müssen wir das wieder erstmal belegen. Da möchte ich bitte die Shotgun, da möchte ich bitte das Mopsgerät. Da möchte ich bitte einen Bolzen herstellen, dankeschön. Super. Es muss etwas geben, mit dem also es ist durchaus machbar, weil es hier halt immer einen Rundlauf gibt. Muss es halt nur einmal ordentlich spielen und nicht in der Mitte in diesem dummen Loch hängen bleiben. Wo war das denn? Da vorne, glaube ich, ne? Da irgendwo kracht dann gleich der Mob rein. So. Man darf natürlich immer nur so ein bisschen sprinten. Damit, ja, ja, du mich auch. Du mich erst recht. Du darfst mich nicht an... Alter, dass er jetzt stehen bleibt. Achso, ich kann das... Ah, warte mal, ich kann das hoch... Oder? Oh Gott, hier ist alles voll. Ja, super. Boah, dass die Zombies auf einmal so viele wieder sind. Und das Ding erst nachträglich explodiert, ist vielleicht auch nicht die clevere Wahl. Achso, kann ich wechseln? Ah, verstehe ich. Mann! Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja, ja. Schön. Einfach mal weg, dicke Dingst. Wobei, die Bomben sollten an ihm haften, sonst muss ich ihn drüber kiten, was nicht schön ist. Und das ist nicht so schön. So, das Ganze bitte nochmal. Ich möchte bitte das Moped da haben. Das Moped möchte ich bitte da haben und ich möchte bitte Explosivbolzen noch einen herstellen. Ah, falsche Taste. Ja, klar. Wenn es jetzt nicht halt, ja, nee, das kannst du mich aber wahrscheinlich nicht spoilern. Also von daher, ja, klar. Ja, da fällt der Mops hier einfach runter. Hänge ich hier wieder fest und komme nicht raus. Wenn du ihn von oben triggerst, musst halt nur aufpassen, weil hinter dir zwei Leute auftauchen. Okay.
von oben triggerst. Das heißt, wir nehmen das mal. Ich muss das ja definitiv erstmal wieder hier einmal triggern, damit das hier getriggert ist. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. So. Gamero sagt, mit dem Run habe ich besser drauf als er. Ja, eventuell ein bisschen von Dark Souls halt wegen Gegnerkeiten. So. Mopedmann. Ja, wunderbar. Hier geht's nach oben. Boah, Alter, wie langsam ich hier die Treppe hochgehe. So, hier ist... Aber Sackgasse, wie komme ich denn hier jemals wieder raus? Achso, hier ist der Weg. Ich würde gerne hier hoch. Dankeschön. Alter. Also wenn er jetzt hier hochkommt, sieht ziemlich sackgassig für mich aus, würde ich mal behaupten. Aber er kommt hier anscheinend nicht hoch. Naja, immerhin. Der geht wieder runter. Wie clever. Na, ich kann ihn aber auch nicht durchschießen, aber wir können ihn hier oben anschießen. Wenn er denn mal hier hochkommt. Alter, wie schnell der ist. Kontrollpunkt. Alter Vater. Wer ist der Typ, der Matrix-Mann? Das nehme ich besser mit. Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben verschiedene Überreste. So, wir haben unsere normale Wumme und unten war noch eine Kiste, wo der gerade rausgeplöppert ist. Da müssen wir auch nochmal schauen. Und die Zombies sind einfach jetzt weg. Naja, wunderbar. Oder die habe ich mit einfach so zufällig vaporisiert. Zeit für dich, um neue Bolzen herzustellen. Ja, wobei das macht er, glaube ich, automatisch. Hatte ich zumindest das Gefühl. Brandbolzen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte Bolzen wechseln. Ne, stimmt, macht er nicht. Er schießt dann die durch, die er hat. Ja, okay, dann hätte ich wirklich neue machen können. Gut zu wissen. Ich habe gedacht, dass er es eventuell on the fly macht, dass man ins Menü macht. Ja, du bist bitte auch weg. Komm nie wieder. Dann gucken wir mal jetzt hier in diese lustige Kiste. Wahrscheinlich sprengt er mir mein Hirn weg. Nein. Schrot habe ich voll. Laden wir mal nach. Dann kann ich das nämlich auch mitnehmen. Ah, ne. Die Gesundheit will ich nicht nehmen. Passt, so haben wir alles. So, und jetzt können wir eventuell...
Achso, die Kettensäge haben wir. Achso, oben. Wichtige Objekte, Kettensäge. Wunderbar. Dann, hier raus und links. Achso, hier ist Ektoplasma. Hier, Streichhölzer haben wir nicht mehr. Können wir nicht hier irgendwas noch kaputt machen, aber okay. Egal. Da ist ruhig. Rums. Und dann war die Kettensäge weg. Naja, trollerloll. Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective, Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Puh, was ein Level. Kapitel 3 überlebt. Spiel bitte gerne speichern. Gerne geil speichern. Und zwar da bitte. Ja, möchte ich, danke. Okay, also 2 Stunden seit dem letzten Spielstand und wir sind in Kapitel 4. Ja. Gut, Titelbildschirm. Das war's für heute, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt doch noch zahlreich zugeschaut habt und auch die mit Tipps geholfen habt. Wie gesagt, muss man ja erstmal alles ausprobieren und rausfinden. Bin ich gespannt, wie lange das Spiel ist, wie es weitergeht. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Erinnert wirklich an so eine Mischung aus Resident Evil und Silent Hill und so ein bisschen Alone in the Dark. Ja, morgen Abend wahrscheinlich auch wieder so ab vielleicht so... Vielleicht 10, sage ich mal, wenn nicht wieder erst gegen 12. Und dann werde ich auch wieder ein bisschen die Nacht reinspielen. Ja, bis wir das Spiel halt gemeinsam durch haben. Ich sag bis dahin und gute Nacht. Ja, mir auch, Lomax. Wie gesagt, war super das Spiel. Hat mich echt geflasht, muss ich sagen. Sonst hätte ich auch nicht bis, oh Gott, 5 nach 5. Ich muss ins Bett. Ihr auch. Schlaf gut. Ciao, ciao.